Ja doch, war schon eine Weile auf jeden Fall. So, genau, auf jeden Fall mal kurz pennen gehen und dann Mining Rig Ja. installieren. Okay. Gut, ich hab Leitern. Autsch, Alter, scheiße. Ich wollte die hier unten einfach reinsetzen, bis wir ja quasi erstmal aus Diamond Level runter buddeln. Einfach erstmal gerade runter. Ja, oder? Ja. Das kann man schon machen. Wir können ja dann später noch einen Teleporter oder so einbauen. Ja, oder es gibt ja diese Elevator, ne, die man bauen kann, glaube ich. Ja. Hatten wir die beim letzten Mal schon? Weiß ich gar nicht. Bahn. Ach ja. Aber die Teleporter sind auf jeden Fall cooler, weil es Teleporter sind. Ja, stimmt natürlich. So ist das natürlich schon ganz schön geil. Vorsichtig nach unten. Warte mal, jetzt auf 58. Das heißt, da auch doch Leiter müssen eigentlich hinhauen. Boah, dieses Gelegge hier, das geht mir so auf die Nerven. Richtig nervig. Ist halt Schiss, dass ich irgendwann hier in so eine Höhle reinkrache, irgendwie plötzlich. Oh, Eisen. Auch nochmal mitnehmen. So. So, nochmal. Alles zubauen. So, jetzt bin ich auf 50, Alter, runterbuddeln ist so nervig, finde ich. Du kannst den Gang ja zwei breit machen. Mache ich ja. Okay. Dann kannst du ja im Prinzip auch nicht einfach so in der Höhle krachen. Ich schaff das garantiert. So. Ja? Na sicher. Das Gravelboden ist und plötzlich bricht alles irgendwie doch ein oder so, dann. Hast du Spaß? Jetzt bin ich auf 38, muss auf jeden Fall noch tiefer. Ah, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Slime. Und, Skelett. Direkt mal Skelett. Was für ein Begrüßungskomitee, Alter. Gib mir das gerade auf den Sack hier. Warte mal. Oh fuck, Creeper. Boah, das war knapp. Wenn die Creeper einen nicht sehen können, durch die Wand können die nicht explodieren, oder? Nee, kannst dich auch immer hinter eine Ecke zurückziehen. Also wenn die nicht, ja. Wenn die nicht in Line of Sight sind, dann explodieren die nicht weiter. Ja, das ist gut. Da oben Leitern scheiße platziert sich. Hä, hier auch? Wieso denn auf beide Seiten, Alter? Das verstehe ich gerade nicht. Die Seite habe ich es definitiv nicht platziert. Mega merkwürdig. Ich glaube, es könnte ein Bug sein. Hier unten auch auf einmal. Ich wundere mich, dass ich gleich keine Leitern mehr habe, oder was? So, Zinn. Zinn, Zinn, Zinn. Jetzt hier Zinn. Ich finde das heftig, wie lange man hier braucht bei der Mod, bis man die ersten richtigen Maschinen bauen kann. So, da gibt es auf jeden Fall andere Modifikationen. Da hast du das ja irgendwie voll schnell gebaut, alles, ne? Ja, stimmt. Alter. Das ist ursprünglich Industrial Craft, ne? Da ging das eigentlich recht flott. Ja. Da hast du Mikro wieder hochgeklappt. Tatsächlich. Das mache ich manchmal. Oh. Wenn ich nebenbei irgendwas snacke und nicht will, dass Leute meine Essgeräusche hören. Das kann man, das kenne ich hier doch. Ich bin in unserer Höhle. Ach hier! Cool. Ich habe einen Schnellzugang zu unserer Höhle gebaut, Sascha. Korrekt. Also zu dem, der Teil, wo wir am Ende dann auch noch immer rum abgehangen haben. Kannst du mal gerade Türen bauen und hier runterkommen? Ja, das kann ich wohl. Ich kann dir auch einfach Türen darunter werfen. Wäre natürlich auch cool. Doch mal ein Creeper gespawnt. Ja. Warte mal.
So. Gut, das hätte ich. Da. Okay, Türen kommen runter. Sehr schön. Wie auf dem Bau hier. Mensch, das muss verdichtet werden. Ach ja. Ich glaube, das gebe ich mir gleich nochmal, das YouTube-Video. War gut. Ich weiß nicht, was du meinst. Ach, das war so ein Kranfahrer, der halt voll ausrastet, bis der Boden nicht verdichtet ist. Oh, verdichtet, Lava. Ich habe verstanden, vernichtet. Ja, vernichtet. Aber ich... Das, hast ich du mir Türen runtergeschmissen? Ja. Echt? Ist nichts angekommen. Ja. Verrückt. So ein Creeper geschnappt unterwegs, so haha, danke. Ich kletter gerade mal einfach hoch, guck mal, ob ich vielleicht was... Vielleicht irgendwo eine Öffnung? Oh, nee, ich sehe es. Auf der hinteren Seite? Die sind hier in der Mitte, da sind, haben sich Leitern auf der anderen Seite... Oh, fuck! Oh, boah, war das knapp. Und muss auf jeden Fall Wasserbecken hin. Runtergefallen oder was? Passt, ja, ja. War knapp. Einmal mit Profis, ey. So, die Leiter müssen jetzt auf jeden Fall weg hier. Die stören nur. Es war ein Bug. Also ich, immer wenn du an der, an der Leiter hängst und dann eine Leiter drüber platziert, dann platziert er gleichzeitig auch auf der gegenüberliegenden Wand an deinem Rücken. Das ist total bescheuert. Naja, wenn du halt auf die Leiteroberfläche zielst, klar. So. Da will der bei dem Block, der eins von der Leiter entfernt ist, platzieren. Du hast jetzt einen anderen Zugang zu unserem zu unserer Hütte. Oh, bin ich. Aus der Höhle heraus. So, jetzt bin ich auf 17, ich hab's gleich. Nächste Höhle gerade angebuddelt. Was ist denn hier? Ach, das ist geil. So. Gut, und 13. Weiß ich mehr. Ich weiß eh nicht mehr, wo die, ich bin. Mal auf Level 10, ne? Glaube ich, ist glaube ich gut für die Turtle, oder? Was meinst du? Find's gut. Boah, ich hab das auch immer... auf 9 gehen. Fuck. Wenn du auf 9 gehst, kannst du immer noch sehen. Rubinen habe ich gefunden. Ich verraff das immer, wo... welche Levels am besten sind. Ich glaube, dass irgendwie so ein Viererbereich. Es gibt so einen Viererbereich, da sind unten viele Diamanten und oben viel Lapis Lazuli. Ja, ja. Und das wollen wir ja beides gerne haben. Schnittstelle so kriegen. Ey, überall hier unterirdische Seen, sag mal, egal wo ich hinbuddel, es ist irgendwie immer kompliziert. Doch nur meine Turtle starten, Leute. Was soll denn das? Gut, dann noch einmal hier. Boah, was ist denn das für ein See hier? Mit dir. Ich hole echt einiges an Redstone raus, ja. Das ist gut. So. Einmal hier die Truhe. Hier noch eine Truhe. Wird hier die Turtle platziert. Und jetzt braucht die Turtle einen Namen. Wie macht man das nochmal? Label, glaube ich, ne? Label set mining turtle. Ach, Label, nicht labelt. Label set mining turtle. So, damit haben wir der Turtle einen Namen gegeben. Warum braucht die denn einen Namen? Wenn die ansonsten, die kann sie ansonsten keine Programme speichern. Das ist so gelabelt. Dass immer. Wir sie personalisieren, einen Namen geben. Hat, glaube ich, einfach den Sinn, dass man, das ist ja wie ein einzelnes abgegrenztes Harddrive, ne? Und dann muss die halt einen festen Namen haben. Und man das auch richtig zuordnen kann, welche Turtle was hat. So. Jetzt muss ich den Code mal öffnen. Verdammt, wo ist denn der? Dieser PC. Desktop.
Nein, das war's nicht. Scheiße, wo ist denn das? Ah, ist da, Stripmine. So. Mal gucken, ob ich das jetzt hier so Copy-Paste machen kann. Ich habe jetzt den Code von der alten Turtle quasi gesichert. Das ist natürlich chillig. So, Edit Stripmine. So nenne ich das Programm. Boah, jetzt ruckelt er gerade. Es könnte bedeuten, dass er... Ach nee, Steuerung V geht gar nicht. Haha. Oh, das ist ja doof. Muss ich jetzt echt den ganzen Code abtippen? Na gut, dann mache ich das jetzt mal. Wobei, nee, das nimm das am besten alles auf. Boah, bloß nicht. Das mache ich anders. Okay, dann werde ich die dann wann anders starten. Das ist mir jetzt zu doof hier. Warte mal. So. Nee, dann kopiere ich das in den Game-Ordner rein. Und werde es dann komplett da editieren. Gut. So, auf jeden Fall kommt jetzt hier erstmal die Holzpipe dran. Eigentlich brauche ich jetzt hier noch so einen Pipegang für die. Für die Rohre. Mal gucken, wo packe ich den noch ein bisschen hier. So. Das funktioniert schon mal. Am besten, glaube ich, von oben runter. So, dann kann ich nämlich schon mal die Pipes legen, die nach oben führen. Ich glaube, was geht, ich kann das Stripmine-Programm über den FTP-Zugang auf den Server, glaube ich, direkt ansteuern. Dass ich da einfach Copy-Paste mache, Text reinkopiere. Ich habe das ja aus Staffel 1 quasi, diesen Code, den habe ich noch aufgehoben. Ja. Der hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Hab den noch ein bisschen modifiziert, den muss ich halt noch testen. Gut, und Goldpipes brauchen wir dann auch noch. Kann man das, glaube ich, dann schön hochschießen schnell. So, das will ich dann gleich mal in der Zwischenzeit machen. Wie sieht's oben aus, so mit Häuser bauen? Ja, ich habe jetzt demnächst den Boden von der ersten Etage drin. Dann können wir auch schon mal Betten und so ein Zeug da rein verlegen. Das ist gut. Komm ich jetzt mal hoch und helfe da noch ein bisschen mit, weil ich glaube, hier unten bin ich jetzt zu weit durch gleich, wenn ich hier runtergerudelt habe einmal. Ich habe auch den Gang für die Pipes soweit fertig. Na, mal hier noch. So, ich komme sofort. Upala. So. Gut, okay. Dann können wir das nachher mal in Betrieb nehmen später. Gehst du schon pennen? Nee, ich bin auf dem Weg nach oben gerade. So, ich dachte, du wärst schon da. Nee. Ich bin gerade ein bisschen langsam. So, ich habe halt diesen komplett Zugangsschacht für die Mine jetzt gebaut, für den Stripminer unten. Boah, die Leiter sind ja super langsam, bis du da mal oben bist. Oder unten bist. Au, fuck, ich muss eigentlich unten gleich noch den Wassereimer hinpacken. Fällt mir gerade ein, sonst verreckst du da, wenn du hier runterspringst. Da springen ist ja da eigentlich schon ganz geil. So, jetzt mal schnell Waffe raus. Da ist ein Skelett, aber das hat mich, glaube ich, nicht gesehen. So. Gut. Ja, nice. Das sieht so gut aus. Uah. Der hat auch keinen Bogen, der Affe. Manche sind irgendwie komisch, ne? Pass auf, da oben auf dem... Ich hab irgendwie richtig das Gefühl, dumm. Irgendwann sprengen die Creeper uns hier mal alles weg irgendwie. Bei 939
460, ja. Ey, das sieht gut aus auf jeden Fall mit dem Texture Pack. Was ist los mit 900 irgendwas? Bin ich jetzt unterirdisch. Okay. Ja, man sieht dich oben. Du bist ziemlich genau unter dem Talkessel gerade. Boah. Und was kommt hier oben drauf? Also was für eine Art von Dach wollen wir da drauf bauen? So schräg? Ja, ne, oder? Ja, ich würde eine relativ... Drauf? Ja, klar, kommt noch eine Etage drauf. Okay. Ich würde so ein relativ flaches Strohdach machen. Okay. Ja. Wird hier passen. Ey, auch bei dem Texture Pack hier sieht sogar Cobblestone cool aus. Ja, deshalb benutze ich den auch. Ja. Das wird ja mit dem normalen Texture Pack einfach richtig mies aussehen, so, aber so. Läuft. Aber wir haben hier bis jetzt keine richtigen Fenster, ne? Ja, unten will ich auch keine reinmachen. Echt? Okay, wird das eher so unser Lager? Ja, oben in die zweite Etage. Oder in die erste. Ja. Kommen dann Fenster rein. Top. Okay, hier Sackgasse. Wenn ich die aufmache. 3x2, egal in welche Richtung ich buddel, ist die Lava, die runtertropft, ey. Sehr gut. Ende. So. Ah, nein, da sollst du nicht hin, Truhe. Scheiße. Ich zieh mal kurz ein paar Sachen um, ne? Also hier so ein bisschen rein. Jo, mach das. So, hoffentlich reicht das jetzt an Holz. Baumstämme selbst verbauen ist mal ein bisschen nervig. Ah, Erze unverarbeitet. Und Erze verarbeitet. Und jetzt brauchen wir noch diese ganzen anderen Sachen, aber ich glaube, ich packe den ganzen Scheiß hier rüber. So viel Kram wieder dabei. Wahnsinn. So. Muss das Glas mal kurz retten. Was ist denn hier drin? Aha, Stein. So, nochmal Glas. So. Und dass man sehen kann, wenn über einem Lava ist, wenn es also runtertropft. Okay. Ja, stimmt. Du siehst das so pixelmäßig, ja, so, ne? Dass ja. Lava über dir ist. So, das hätten wir. Diesen Scheiß rausziehen. Irgendwo eine unbenutzte Truhe gerade. Ja. Nicht wirklich, verdammt. So. Verarbeiteten Aluminium, Diorite, Zinn. Was sind diese Concentrated Essence Berry? Bringt die Erfahrung oder sind das diese Erfahrungsbüsche? Ich habe keinen Plan. Sag, wir haben schon Iridium gefunden, voll gut. Ich baue noch ein paar Truhen. So. Noch eine. So,
So, Schilder brauche ich noch. 2 Stück. Jetzt habe ich das Holz vergessen. Wie viel brauche ich denn dann? 7, 8, 9, 10, 12. Nachdenken. Ach, hier habe ich ja noch eins. Warte mal. Und hier habe ich auch noch Sprucewood. So. Ich habe wieder viel zu viel Scheiß dabei. Die drei. Das ist echt so. Ah, der Lava, ey. So, Edelsteine. Und hier kommt Kohle. Rein, so. Oh. Boah, fuck. So, jetzt mal hier die ganze Kohle. Die verarbeiteten Erze. Genau. Das vergessen, ich glaube nicht. So, sollte passen jetzt. Das heißt, wir hätten jetzt das schon mal ein bisschen umgezogen hier. Das ist schon mal ganz gut. Kann das zumindest schon nicht in die Luft fliegen. Kurz die ganzen Erze auseinander und Truhen zusammensammeln. Sascha, was hast du bis jetzt gefunden? So an Zeug? So ein paar, also ziemlich viel Redstone, ein paar Diamanten habe ich ja auch. Und ja, sauber. Also es ist unten in der Truhe, es sind auf jeden Fall mehrere, da muss ein paar mal laufen. Ah, ich kann ja gleich mal kurz runterkommen, helfen. Ja, ich bin auf dem... fangt langsam Richtung Rückweg, so. Sehr schön. So. Das hätten wir jetzt noch, so eine Kramkiste. Scheiß hier so. Huch, hier liegt noch irgendwie ein Baumstamm rum. So, ja, den habe ich da eben weggehauen oben. Ja. Okay, gut. Das heißt, das Wichtigste hätten wir jetzt schon mal. Top. Wir können eigentlich oben noch so eine kleine Farmhütte hinbauen. Willst du die Farm eigentlich weiterhin so von der Seite her zugänglich machen oder willst du eher quasi von oben, vom oberen Stockwerk einen Zugang bauen? Also von hier aus. So. Würde eigentlich Sinn machen. Könnte oder? Man machen. Ja, ich guck mal. Also da, ja. Wo jetzt der Zaun ist, kommt auf jeden Fall. Oder vielleicht noch einen weiter, kommt die Wand hin. Mhm. Und hier den oberen Bereich, den will ich noch um eins absenken. Ja. Damit der auf demselben Level ist wie der Boden. Baue mal gerade noch so einen Weg bei den Büschen hin. Den ganzen nicht All Berries, bei diesen, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Glaube schon. So, einmal hier. Huch. Ach, hier ist ein Creeper mal in die Luft geflogen, glaube ich. So, das heißt, hier einmal rüber. Hier vielleicht, so der. So, einmal hier und hier und hier. Vielleicht in die Ecke noch so eine kleine Fackel hier. Den die Treppe runter. Und noch eine Stufe, dann haben wir es auch.
Ich glaube, wir sollten gleich nochmal pennen gehen. Ja, wird langsam dunkel. Vernünftig. So, das Ganze muss hier nochmal ein Level angehoben werden, hier unten, der Vorderbereich hier, wo die Truhen bis jetzt stehen. Dann sieht das, glaube ich, auch ganz gut aus. Gucken wir mal. Ja, genau, das hatte ich auch vor. Okay, ach cool. Vor der Tür das zu erhöhen. Ja. Ist gerade bloß mit den ganzen Truhen so ein bisschen doof. Die dafür nämlich so komplett weghauen muss. Ich baue hier drin mal in die Mitte noch einfach so ein paar Kramkisten so zum Sortieren noch. Jo. Den ganzen Kram so mitten reinsetze hier. Ey, man ist hier drin ja sogar schon sicher. Sehr gut. Das Essen. Ah, okay. Na? Coole Sache auf jeden Fall. Was willst du denn da hinten hin machen, wo jetzt diese ganzen Dinger da stehen? Hier, diese Kreuze hier sozusagen. Ja, da will ich noch so einen Erker, so eine kleine Ausbuchtung. Korrekt. Reinhauen. Ja. Alles klar. So, dann lass jetzt mal eben pennen. Jo. No, immer noch nicht. Noch hier. Ich helfe mal kurz ein bisschen kämpfen. Ich muss den ganzen Scheiß hier noch aufheben. Oh, die Truhe gleich hier wird spaßig. Die wird ordentlich was rausspucken. Skelette ohne Bögen, ey. Jetzt können wir. Die Dinger stehen schon drin, ne? Ja, ja. Ja, sehr cool. Und müsste Sascha gleich auch nochmal pennen. Jo. Stimmt. Damit der Spawn stimmt. Ja. Ich hoffe jetzt nicht sterben. Das wär's jetzt, Alter. Nur die komplette Strecke wieder laufen hier. Kannst du mir gerade mal helfen, das ganze Zeug hier reinzuschleppen? Das ist gerade richtig widerlich. Nicht so richtig, ich hab kaum Platz. Okay, ja, dann. Oberfläche. Mit Zeug einfach. Das hier. Sag mal, ist noch kaputt. Chaos hier gerade im Keller. Alter Schwede. Richtig viel Scheiß, den wir mittlerweile schon haben. Unglaublich. Das passt auf jeden Fall. Dann hier nochmal das wieder dicht machen. Ja, es wird langsam. Ach, hier geht keines mehr rein. So. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde nicht wie in der ersten Staffel so ein Sortiersystem nochmal bauen, sondern ich würde das, glaube ich, direkt mit dem ME-Zeug machen. Dass wir da quasi diese Speichereinheit direkt bauen. Die braucht ja Strom, aber das ist einfach, ich weiß nicht, das ist einfach super unübersichtlich. Also ich meine, es macht zwar Spaß, das irgendwie zu bauen, aber
Bisschen nervig ist es auch. So. So ungefähr, passt, ne? Was? Ja, der Vorhof jetzt so. Ach so, ja, ja. Das sieht ja schon ganz cool aus mit dem Weg. Ganz wichtig. Ja. Wir haben den beim letzten Mal gebaut. Mit Stahltüren, ne? Weiß ich nicht mehr. Ich wollte gerade bloß, wo wir den... Ja, wobei, das machen wir besser, wenn wir oben so eine richtige Küche dann bauen, ne? So, ich dekoriere den Garten mal noch ein bisschen. So, glaube ich, so ein paar Blümchen hier noch rumfliegen. Wieso ist der Lapis Lazuli drin? So, der gehört hier rein. Boah, ein Ruckel. So, ich habe mir gedacht, dass wir hier so ein hübsches Hellblau für die oberen Wände nehmen. Okay. Ist das gerade Wolle? Ja. Das sieht so nach Stahl aus irgendwie. Ist das... ja, ich meine, so wegen aufgrund dieser komischen Teile an der Seite. Ne? Hier, das ja, so stimmt. Noppen an der Seite. Witzig. Aber Wolle. Ja, können wir machen. Und Dach, Schrägdach, so Wikinger-Stil? Ja. Oha. So, ja, ich würde das. Ich bin gleich wieder da. Okay.